Hostienschalen, Kelche, eine Reliquienmonstranz und einige andere sakrale Gegenstände konnten die Täter erbeuten. Diese Fotos zeigen Gegenstände, die in der Pfarrkirche St. Ottilie, St. Johannes der Täufer in Forchheim gestohlen wurden. Weitere Einbrüche gab es in der Marienkirche in Stambach und in der Pfarrkirche in Krummenab. Die bislang unbekannten Täter haben die Seitentüren der Kirchen aufgebrochen und sind dann über die Sakristei in die Kirchen gelangt. Innerhalb des Gebäudes haben sie diverse Schränke, Opferstöcke und auch das Tabernakel angegriffen. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Art der entwendeten Gegenstände sowie auch die Vorgehensweise der Täter lässt auf eine Serie schließen. In Stambach erbeuteten die Täter zudem einen 77 Kilogramm schweren Tresor, in dem sich silberne sakrale Gegenstände befanden. Zusammen mit dem gestohlenen Bargeld aus Opferstöcken und den Sakristeien entstand ein Schaden im niederen fünfstelligen Bereich. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 7. und 8. März, am 1. April und zwischen dem 16. und 17. April. Bei uns ermittelt im Landeskriminalamt das Sachgebiet Sonderermittlungen. Hier haben wir einen extra Arbeitsbereich, der sich um Kunstdiebstähle bemüht. Und unsere Kunstfahnder arbeiten hier sehr eng mit den örtlich zuständigen Polizeidienststellen zusammen. Drei Einbrüche innerhalb von wenigen Wochen in Kirchen. Es ist aber kein neues Phänomen, mit dem sich die Ermittler im Landeskriminalamt beschäftigen müssen. Schon immer waren Kirchen Ziel von Einbrechern, die relativ einfache Beute machen wollten. Denn die Gotteshäuser sind keine Trutzburgen mit massiven Türschlössern und Videoüberwachung. Und die erbeuteten sakralen Gegenstände lassen sich auf den unterschiedlichsten Wegen zu Geld machen. Prinzipiell gibt es bei den Kirchendiebstählen kein bestimmtes Täterschema. In den überwiegenden Fällen werden die sakralen Gegenstände aber weiter veräußert, über Internet oder auch über Kontakte. Man muss aber sagen, dass in den letzten 20 Jahren der Diebstahl von sakralen Gegenständen und somit die Einbrüche in die Kirche mit dieser Zielrichtung stark abgenommen haben. Zum einen, weil die Nachfrage nicht mehr so groß ist nach den sakralen Gegenständen, aber auch, weil die Kirchen enorm aufgestockt haben in ihrer Präventionsarbeit und dementsprechend Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen, denen verdächtige Personen rund um diese drei Kirchen in Forchheim, Stambach und Krummenab aufgefallen sind. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, sind 1.000 Euro Belohnung ausgesetzt.